langer, langer Zeit, weit vor Menschengedenken, vermählte sich der Himmel mit der Erde. Und es wurde ein Sohn geboren. Das war der erste der Götter. Er formte sich aus rotem Ton eine Gefährtin und hauchte ihr Leben ein. Aus dieser Verbindung ging der Mensch hervor. Das Wesen, dessen Geist unsterblich, dessen Körper aber Staub ist. So erzählen die Maori auf Neuseeland die Legende vom Himmel, von der Erde und vom Menschen. Tepe, der Häuptling seines Stammes, liebte all die alten Legenden seines Volkes. Aber sie machten ihm auch das Herz schwer. Denn all die Legenden besangen die alte Erfahrung, um zu leben, muss man kämpfen. Man muss töten oder man wird getötet. Seine Seele aber sehnte sich nach Frieden und stellte sich oft die Frage, vergeht keine Nacht, in der nicht Rache und Mord umgehen? Bringt immer erst der lichte Morgen Sicherheit vor den Streitäxten der Feinde? Aber seine einzige Antwort war das Rauschen des Windes in den großen Bäumen des Waldes. Das war Neuseeland zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als Philip Wayne, erster Steuermann des englischen Segelschiffes Beckett, mit seinem Bootsmann Paddy Clark hier landete, um das merkwürdige neue Land kennenzulernen. Paddy, sieh doch! Ich würde an deiner Stelle lieber nicht da reingehen. Unsinn! Ich kenne das Land. Man muss hier immer auf Überraschung gefasst sein. Hör lieber auf mich, wenn du vernünftig bist. Philipp! Das ist ja doch mal gut gegangen. Philipp, ich kann nicht mehr weiter, ich will jetzt... Ah! Halt mich fest, Philipp! Hilf mir, Philipp! Hast du dich verletzt, Penny? Nein,
Kannst du gehen? Es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Guck mal! Die gibt's hier überall. Wo bringen Sie uns wohl hin? Hoffentlich nicht in die Hölle. Sieh doch mal. Wer ist das? Der Häuptling? Nein, nein, das ist der Medizinmann. Sie nennen ihn Tohunga. Wohin geht er? Zum Häuptling. Der entscheidet, was mit uns geschieht. Paddy, sag ihnen, wenn mit uns etwas passiert, dann wehe ihnen. Wart's noch ab, ich bin ja gerade dabei. Hey, Teiwi, Makarongo Mai. Kitty Fara Maua, Kaa Teo Kutu. Teiwi! Wafakaya Hongi Tepe. Wafakatae Tae, Atirangiru Rao Kata Pakeha. Er sagt, wir hätten ihren Begräbnisplatz geschändet und das wäre schon ein Verbrechen hier. Iki Iki! Iki Iki! Wadahimato Kakite Meheme, Tohungalane Kwe, Koruap, Ti Enyangalane. Eridu Harimai. Wenn ich richtig verstehe, wollen Sie ausprobieren, ob ich ein Gott bin oder nicht. Kotu! Da, da kwenet mutigat koita hoya popo. Dekona Hongi? Maku! Pass auf, Philipp. Morgen früh musst du um dein Leben schwimmen. Und anschließend musst du bis hierher laufen, wo der Häuptling stehen wird. Der beste Schwimmer des Stammes, ein junger Mann namens Rangiruru, springt sofort hinter dir ins Wasser. Er darf einen Dolch im Mund tragen. Wenn er dich einholt, sticht er zu. Aber du kannst doch gar nicht schwimmen. Ich selbst brauche ja nicht zu schwimmen. Und es wäre auch sehr unhöflich, einen Gott zu zwingen. Dort hinunter? Du schwimmst von hier ans Ende der Bucht. Bis dort hinüber? Hm. Gib acht. Der Bursche wird zweimal auf den Gong schlagen. Beim ersten Mal springst du, beim zweiten Rangiruru. Pakeha Patua! Kiamau! Heure! Du hast mir ein Bein gestellt, du grinsender Affe. Was hast du da gemacht? Jetzt bringen sie uns beide um. Lass es gut sein, du hast schon genug angerichtet. Das Zeug, geh mir aus dem Weg.
Sorge. Alles ist in bester Ordnung. Der Häuptling sagt, du bist sein Pakeher, sein weißer Sohn. Er hat dich adoptiert. So, hat er das? Ja, ja, das ist eine ganz besondere Ehre. Nein, nein, bist du verrückt geworden? Er will doch nur Freundschaft mit dir schließen. Nächste Tür. Oh nein, danke. Hast du denn geschlafen? Na, wie ein Toter. Und du? Prächtig. Aha. Bist du nicht gestört worden? Nein. Hast du mir vielleicht die Mädels rübergeschickt? Ja, du weißt ja, ich werde heiraten, wenn wir nach Hause kommen. Und du nicht so viel, ich weiß. Hoffentlich bist du höflich gewesen. Höflich? Es schien, als ob die Damen sehr zufrieden waren. Heidemai! Heidemai! Ich glaube, sie hat gesagt, wir möchten zum Häuptling hereinkommen. Sein alter Vater ist krank und er möchte dich kennenlernen, bevor er stirbt. Ist das wahr? Ich verstehe ja nicht jedes Wort, aber so ungefähr war der Sinn. Tomoake. Sie ist die Frau des Häuptlings. Aha. Heide Maya. Ja, ja. Du musst dich setzen, damit der alte Mann dich sehen und genau betrachten kann. Du gefällst ihm. Er spricht vom Krieg. Vor ein paar Tagen haben sie ihre Feinde, den Abiti-Stamm, besiegt. Vater, warum müssen immer Kriege sein? Warte ab, die Antwort wird kommen, wenn die Zeit reif ist. Aber wie, mein Vater? Auf zwei Beinen kommt sie, wenn ich tot bin? Ich werde die Antwort kennen früher als mein Sohn. Er spricht zu dir? Du bist erwählt, den Kämpfen unter seinem Volk ein Ende zu machen. Zum Zeichen der Freundschaft schenkt er dir viel Land am Meer. Aber ich werde doch... Ich danke euch. Ihr seid sehr großmütig. Wer sind denn die? Ich nehme an, gefangene Häuptlinge der Apiti. Was werden sie mit ihnen machen? Das werden wir gleich sehen. Sie verhöhnen die Fremden.
Und jetzt kommt die Frau des Häuptlings und tanzt vor ihnen. Das ist auch eine Beleidigung. Es soll heißen, sie wären keine Männer. Sie tun mir leid. So, umgekehrt würden sie es auch so machen. Jeder Mann, der einem anderen Stamm Land wegnehmen will, mit seinem Leben dafür büßen muss. Was hat der? Ach, nichts. Heraus mit der Sprache. Ganz gleich, ob du Maori bist oder ein Weißer. Friede. Ja, Friede zwischen uns. Friede. Woher mag Hongitepe dieses Wort kennen? Er meint, dass wir wiederkommen und wollte damit sagen, dass wir in Frieden leben würden. Jetzt hör mal zu. 5 Jahre hast du gebraucht, um genug Geld für die Hochzeit zu sparen. Jawohl, du wirst in Frieden leben, aber zu Hause mit deiner Frau. Und nicht mit so einem Haufen von Menschenfressern. Sie sind wie alle Menschen, eine merkwürdige Mischung aus Gut und Böse. Meine Herren, ich habe nicht erwartet, Sie noch einmal wiederzusehen. Was denken Sie von uns, Captain? Wo zum Teufel habt ihr den gesteckt? Beeilt euch gefälligst, in 10 Minuten geht es los. Nun, Mr. Bean? Ja! Macht, dass ihr wegkommt, ihr gottverdammten Wilden! Ich brauche keine Geschenke mehr von euch! Er sagt, er hat das für dich. Nicht doch wen! Wie konnten Sie nur so dumm sein? Sie hätten die Männer nicht kränken dürfen. Das war nicht klug, Steuermann. Ich weiß jemand, der gut dafür bezahlt hätte. In der Heimat. Alle Segel setzen! Ja.
nicht landfein gemacht? Es dauert ja noch 6 Stunden, bis wir in Tilbury sind. Und wenn ich Sie hier schon an Land gehen ließe? Hier? Soviel ich weiß, ist ja Ihre Braut Lehrerin in Rochester. Ja, das stimmt schon, aber... Warum sollen Sie den weiten Weg zurückmachen? Ihr Mädel wird sich freuen. Also dann, vielen Dank. Schon gut. Die Damen warten nun mal nicht gern. Augenblick noch. Ich möchte Sie bitten, eine Kiste für mich mit an Land zu nehmen und dem Ochsen in Rochester für mich abzugeben. Ich hole sie mir dann später ab. Was ist denn da drin? Seidene Tücher. Ich habe sie in Indien gekauft. Warum soll ich den hohen Zoll bezahlen, der darauf steht? Und wenn mir nun zufällig ein Zollbeamter in den Weg läuft? Das macht gar nichts. Wenn Sie einen sehen, dann geben Sie ihm nur das hier. Das wirkt immer. Bedenken Sie sich doch nicht so lange. In Ordnung. Kann ich Paddy Clark mitnehmen? Der wohnt auch in Rochester. Aber natürlich. Nun gehen, so machen Sie sich fein. Paddy! Aber wenn ich es Ihnen doch sage, es ist wirklich nichts drin als seidene Tücher. Aufmachen! Das ist sinnlos. Sie finden ja doch nichts. Philip Wayne und Paddy Clark. Sie haben gehört, was gegen Sie vorgebracht wird und wie die Geschworenen darüber denken. Die Aussagen von Kapitän Bryce und von Besatzungsmitgliedern der Beckett waren vernichtend. Während die britische Regierung bemüht ist, diese fernen Länder und ihre Bewohner zu unserem gemeinsamen Wohl nach Kräften zu fördern, bringen Leute wie Sie, denen nur ihr eigener Vorteil und ihr eigener Gewinn etwas bedeutet, den Namen unseres Vaterlandes vor aller Welt in Verruf. Daher ordne ich an, dass Sie beide niemals wieder auf einem britischen Schiff Dienst tun. Und es ergeht das Urteil, dass Sie, Wayne, eine Strafe von 500 Pfund zahlen, während Sie, Clark, die Hälfte dieser Summe als Buße zu entrichten haben. Die Geldstrafe kann bei Ihnen, Wayne, in eine Gefängnisstrafe von 6 Jahren umgewandelt werden. Und bei Ihnen, Clark, in eine Gefängnisstrafe von 3 Jahren. Abführen die Gefangenen. Nun, Marion, hoffentlich wirst du jetzt endlich einsehen, dass es eine Dummheit von dir gewesen ist, dich mit diesem Menschen zu verloben. Paddy, sobald ich diesen Brief beendet habe, bring ihn bitte zu Miss Sausi. Das ist nicht nötig, Philip. Marion! Bitte. Warum kommst du hierher? Meine Geliebte, nach allem, was hier vorgefallen ist, kann ich nicht mehr von dir erwarten, dass du meine Frau wirst. Ich habe die Strafe bezahlt, aber in meiner Heimat kann ich nicht mehr leben. Bitte vergib mir. Ich werde nie wieder eine Frau so lieben, wie ich dich liebe. Philip, du hast das nicht getan. Nein, Marion. Nimm mich mit dir. Was? Aber das geht nicht. Paddy und ich, wir gehen nach Neuseeland. Wollt ihr dort siedeln? Ja. Dort kann ich mir ein neues Leben aufbauen. Ich weiß, das würde mir hier niemals gelingen. Ich kann den Makel ja nicht von mir abwaschen. Und übrigens, drüben gehört mir Land. Land? Ich hab's von einem Maori-Häuptling geschenkt bekommen. Vielleicht kann ich dem Richter eines Tages beweisen, dass er Unrecht hatte. Siehst du, Neuseeland ist noch wild. Es gibt keine Kultur dort, aber man ist sein freier Herr. Man hat Luft, um zu atmen, und Raum, um sich zu bewegen. Philip, willst du noch, dass wir Mann und Frau werden? Wie kannst du nur fragen? Aber es ist unmöglich. Kein Mensch würde mir Arbeit geben.
Ich wüsste nicht einmal, wo ich mit dir wohnen sollte. Dann baue ein Haus für uns. Ein Haus? Auf dem Land, das dir gehört. Marion. Du willst... Du kommst mit mir. Ich liebe dich doch, Philipp. Willst du, Philipp Wayne, diese Frau Marion Southey zur Ehefrau nehmen und mit ihr nach Gottes Gebot im heiligen Stand der Ehe zusammenleben? Jawohl. Und willst du, Marion Southey, diesen Mann, Philipp Wayne, zum Ehemann nehmen und mit ihm nach Gottes Gebot im heiligen Stand der Ehe zusammenleben? Ich will. Wer gibt diese Frau diesem Mann zur Ehefrau? Ich. Es war ein wundervoller Tag, Philipp. Du bist schuld, wenn es so war. Keine dummen Geschenke, keine fremden Leute. All das brauche ich auch nicht. Nur dich. Schon unsere neue Heimat sehen. Paddy, sobald wir da sind, gehen wir an Land und sprechen mit Hongi Tepe. Dann kommen wir zurück und holen Marion. Kurs 2- Steuerbord! 2- Steuerbord! Oh, wie schön. Wundervoll. Gucken Sie mal hier durch, Mrs. Wayne, da können Sie mehr sehen. Was ist denn das? Ein Kanu? Was denn sonst? Es muss Hongi Tepes Vater sein. Du hast recht. Der alte Häuptling ist tot. Wenn ein großer Häuptling stirbt, wird er auf diese Weise bestattet. Die Strömung treibt das Boot nach Westen, der Sonne nach. Weißt du noch, was er gesagt hat? Er sprach davon, dass er die Antwort früher als sein Sohn kennen würde. Sie würde auf zwei Beinen kommen und dem Krieg ein Ende setzen. Welchen von uns er wohl gemeint hat? Der Nono Korua. Hare mai. Hare mai. Dau mai ano korua i Wanganui te iwi Māori. Tēnā korua. Haere mai. Tēnā koe tama. Er heißt dich in seinem Land willkommen und er freut sich, dass du wieder da bist. Ich bedanke mich für den Empfang und freue mich, dass ich ihn wiedersehe. Tāna kwai. Kua kitenei, anu tatu. Ia tatu. Ai, nō mai ano koe. Nō mai korua i roto i te iwi Māori. Tēnei tō korua hoa, arangiruru. E kai nā te tāo. Tōna hoa, e kuri. Sie haben mit den Aapiti gekämpft. Rangiruru wurde verwundet. Er hat den Verstand verloren. Er kümmert sich nur noch um den Hund. Friede. Thank you.
Teddy. Er ist schon fertig. Wir haben auch schon furchtbaren Durst. Ich finde, für heute habt ihr genug gearbeitet. Was meinst du, Paddy? Es wird noch ein paar Tage dauern, bis das Dach oben ist. Zu schade. Ich hätte das Haus gern zu Hongi Tebes ersten Besuch fertig gehabt. Ja, kommt er denn? Er müsste schon da sein. Ist er auch. Nicht, Mrs. Wayne. Lass sie doch. Hongi Tepe. Hongi Tepe. Bleib hier. Es schmeckt gut. Donnerwetter, ich bin platt. Die Maoris trinken Tee. Also, was eine Frau nicht alles erreicht. Bäume trugen Früchte und Samen, jeder nach seiner Art. Nun spricht das nach. Und die Erde brachte hervor. Gras. Gras. Gewehr kommen auch vor Gott. Weißer Mann sein mein Feind? Nein. Dann mein Freund? Du wirst es nicht mehr hier draußen finden. Deine Frau sein Christ? Ja, sie ist Christin. Du christlicher Mann? Natürlich. Christlicher Mann. Mann von Frieden? Ja. Leb wohl. Ist irgendetwas, Philipp? Ich wollte, der Tohunga hätte das Ding nicht gesehen. Paddy hat es gerade gereinigt, als du ihn zum Holzfällen gerufen hast. Er hat es aus Versehen stehen lassen. So etwas darf einfach nicht vorkommen. Philipp! Es muss jemand geben, der etwas anordnet und auch dafür sorgt, dass es ausgeführt wird. Wenn erst andere Siedler kommen, dann... Verzeih. Komm ins Haus, drin ist es kühl. War es auch wirklich richtig, von dir hierher zu kommen? Oh ja, Philipp. Ja. Alles wächst hier. Und so geschwind. Nicht nur das Haus, das du gebaut hast.
Nicht nur das, was wir mit den Augen sehen. Ich finde auch die Idee wächst, die hinter allem steht. Und die für uns beide so entscheidend war. Aus der Wildnis ein Paradies zu machen? Ein neues Leben aufzubauen. Ich hab was ganz Tolles gesehen. Was denn? Ja, die Beckett, die alte Beckett. Sie liegt ungefähr 10 Meilen von hier entfernt vor Anker. Die Beckett? Und wenn sie auf dem Mond vor Anker liegt, das wäre mir gleich. Komm, Philipp. Den Seemann gibt's doch gar nicht, der sich nicht gern sein altes Schiff ansieht. Komm mit. Da liegt sie. Wer sind denn die? Hongi Tepes Leute sind es nicht. Die sind anders bemalt. Es sind Apiti. Hongi Tepes alte Feinde. Du weißt doch. Was haben die auf der Becke zu suchen? Alle in den Fahrer! Alle weiterkennen! Kasi. Herr Hatohi hier, Fahrer. Hey, Atomachi. Keiko Tomato Ratina Tuku. Er sagt, es ist die Häuptling Tukua, ein berühmter Krieger. Er sagt, sie bringen Geschenke für den Kapitän der Beckett. Geschenke für Preis? Die muss ich mir mal näher ansehen. Ich sehe, Sie betreiben immer noch Ihren Lieblingshandel. Was fällt Ihnen ein, ungerufen hier reinzukommen, Sie schmutziger alter Gauner, Sie? Gib auf die Nacht, Paddy, ich hole den Steuermann. Nein, das werden Sie nicht tun. Paddy, hol den Steuermann! Alles in Ordnung. Hier ist der Steuermann. Steuermann, kümmern Sie sich um Ihren werten Kapitän. Und um das, was Ihnen gehört. Diesmal wird er keinen finden, der den Zoll für ihn bezahlt.
Sepp. Freut mich, dass ich Sie wiedersehe. War die Fahrt gut? Großartig. In 6 Monaten nicht ein Sturm. Also, ich bin rehabilitiert. Hm? Ich war bei der Verhandlung. Sie müssen preistüchtig zugesetzt haben. Er war nur noch ein Schatten seiner selbst. Er hat seinen Meineid gestanden. Das Sie betreffende Urteil wurde annulliert. Sie bekommen Ihr Geld zurück. Das macht ja wenig Eindruck auf Sie. In Neuseeland kann ich mit Geld nichts anfangen. Was ich hier brauche, sind Männer. Aber nicht die Sorte, die es sich selbst bequem machen und die Maori für sich arbeiten lassen. Begreift die Regierung denn nicht, welche Möglichkeiten es hier gibt? Sie überlässt solche Gedanken euch hier draußen. Aber sie vergisst euch nicht. Hätten Sie Lust, Friedensrichter zu werden? Ich? Friedensrichter? Was denken Sie? So, warum nicht? Sie sind doch ein verantwortungsbewusster Mensch. Übrigens, die beiden da, das sind Männer von der Art, wie Sie sie wünschen. Aber bitte lassen Sie nur. Das machen wir schon. Pass mal an, Wischert. Dankeschön. Wer sind Sie? Sergeant Paul. Früher bei der Königlichen Artillerie. Zu Ihren Diensten. Und das ist Mr. Peter Wischert. Er war bei einem Rechtsanwalt in London angestellt. Wir wollen hier siedeln, Madam. Ich bin überzeugt, Mr. Wischert. Mein Mann freut sich genauso wie ich darüber, dass Sie von nun an hier bei uns sind. Danke, Madam. Bitte, Mr. Wischert. Ja? Bitte bringen Sie mich hinüber ins Haus. Es ist sicher die Hitze. Ich weiß nicht. Oh. Mrs. Wayne, was haben Sie? Rufen Sie. Rufen Sie doch bitte meinen Mann. Mr. Wayne! Mr. Wayne! Marion! Marion, um Gottes Willen! Es ist nichts. Es ist schon wieder gut. Wir flehen dich an, dass du in deiner unendlichen Gnade auf dieses Kind Richard Wayne gütig herabsehen mögest. Bewahre und lenke sein Leben in deinem Geiste, auf dass es in deine heilige Kirche aufgenommen werde. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Tukunotepatu. Dieses für das Kind. Dieses für die Erde. Wenn der Baum groß sein wird und Frucht trägt, wird das Kind ein großer Mann werden in einem großen Land. Oh.
Wir haben's ja bald. Vorwärts! Ach, das ist ja gerade so wie zu Hause. Ja. Kindergeschrei müsste gesetzlich verboten werden. Sag doch dem Vater des Kindes, er soll ein Gesetz machen. Er ist ja jetzt Friedensrichter. Was ist der? Hey! Hey, ihr da! Mit dem letzten Schiff ist ein Brief gekommen. Der König ernennt Wayne zum Friedensrichter für diesen Bezirk. Na, das ist ja die Höhe. Deshalb bin ich ja gerade aus der alten Heimat fortgegangen, weil es mir dort zu viele Gesetze gibt. Hätten wir keine solchen Galgenvögel wie dich, brauchten wir auch keine Gesetze. Das Kolonialamt schreibt, dass mit dem nächsten Schiff noch ein Dutzend Leute kommen. Mir soll's recht sein. Wir können ganz zufrieden sein. Nicht wahr, Marion? Marion! Verzeih, Philipp, was hast du gesagt? Ach, ist nicht so wichtig. Ja, bitte. Guten Morgen. Guten Morgen, Mrs. Wayne. Wie geht's dem Jungen? Großartig. Was wollen Sie mit dem Gewehr? Ich möchte auf die Jagd. Erlauben Sie es mir? Geht Sergeant Paul mit? Nein, Paul arbeitet noch. Aber ich habe meinen freien Nachmittag. Richard, ich habe Ihnen doch verboten, allein mit dem Gewehr herumzulaufen. Ich bin vorsichtig, das verspreche ich. Haben Sie gehört, was ich Ihnen sage, Richard? Ja oder nein? Ja. Er hat dich nur um Erlaubnis bitten wollen. War es nötig, so unfreundlich zu ihm zu sein? Die Yapiti sind hinter Gewehren her. Wenn sie ihn erwischen, ist das Schlimmste zu befürchten. Außerdem soll er mal lernen, wie man gehorcht. Und du solltest lernen, wie man befiehlt, Philipp. Was willst du damit sagen? Dass wir jede Art von Unfrieden unter uns im Keim ersticken müssen. Ich will mich mal darum kümmern, wie es auf der Ostseite des Flusses aussieht. Es wird ungefähr 2 oder 3 Tage dauern. Philipp? Ja? Bitte sei vorsichtig. Ich habe gerade den Trunga gesehen. Na und? Der Häuptling der Apiti war bei Ihnen. Sie haben unsere Leute beobachtet. Daran ist doch nichts Besonderes. Ich weiß nicht, Philipp. Mir kommt es bedenklich vor, dass die jetzt ein Herz und eine Seele sind, nachdem sie sich vorher die Pest an den Hals gewünscht haben. Ach, ich glaube eher, die sind zur Vernunft gekommen. Du bist ein alter Schwarzseher, Paddy. Schwarzseher? Hoffentlich hast du recht. Hä? Ich sage, hoffentlich hast du recht. Thank you.
Das Wort deines Gottes stärker als die Axt, die dein Feind trägt? Wenn es auch nicht so aussieht, es ist doch stärker. Gott hat gesagt von der Frau, die die Ehe gebrochen hat. Derjenige von euch, der ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Gott war nur gerecht, als er das sagte. In deinem Land. Ihr tötet solche Frauen nicht? Nein, Hongi. Dann ist nicht böse, was sie tun? Doch. Bestraft ihr sie nicht, weil sie Böses tun? Ihr eigenes Gewissen straft sie, deshalb brauchen es die Menschen nicht zu tun. Deine Religion ist hart. Bestrafen ist viel leichter als vergeben. Hongi, wenn du vergibst, hast du nie etwas zu bereuen, nie etwas zu bedauern. Nur die Schande ist immer da. Hongi Tepe hat mir heute Morgen beim Malen zugesehen. Habt ihr wieder über Religion gesprochen? Ich musste ihm ein paar unangenehme Fragen beantworten. Er wollte wissen, ob man eine Frau, die Ehe gebrochen hat, bestraft. Es war schwer. Aber ich hoffe doch, dass ich mit dem, was ich gesagt habe, einer Frau das Leben gerettet habe. Hey, Philipp! Der junge Wischart ist verschwunden. Die anderen behaupten, dass er ein Gewehr mitgenommen hat. Ist er allein weg? Ja. Ich hab deinen Hund nicht treffen wollen. Ich dachte, es wäre eine Ziege. Ich wollte es nicht tun! Thank you.
Was mag nur los sein? Paddy, komm bald wieder, dann wissen wir's. Mach dir nicht so viel Gedanken, Philipp. Marion, ich muss dir etwas sagen. Ja, Liebster? Ich habe etwas auf dem Gewissen, das ich mir nie verzeihen werde. Wenn es dir hilft, sag es mir bitte. Ich muss es sagen, sonst werde ich... Philipp! Hast du ihn gefunden, Paddy? Nein! Die Maori haben ihn mitgenommen. Er hat Angiruro erschossen. Richard? Ist das wahr? Ja, die Maori haben einen Mann da hinten als Wache zurückgelassen. Der hat mir erzählt, wie es gewesen ist. Konntest du nichts tun? Aber sie waren doch schon mit ihm weg. Und jetzt? Was werden die Maoris mit ihm machen? Das hängt nur von Hongi Tepe ab. Paddy sagt den anderen, dass sie heute im großen Haus schlafen sollen. Sorgt dafür, dass immer eine Wache steht. Ich gehe zu Hongi Tepe. Philipp! Dann werde ich den Leuten mal Bescheid sagen. Mehr kann ich auch nicht tun. Philipp, bevor du gehst, was hast du mir vorhin sagen wollen? Damit müssen wir warten, bis ich wieder da bin. Philipp, versprich mir, dass du vorsichtig bist. Warum du kommen? Kommen auch, um zu töten? Ich will diesen Mann von euch haben. Wenn ihr tot sein, du können haben, ihn begraben, so wie wir begraben können, Rangiruru. Rangiruru war mein Freund. Und ich glaubte, alle Maori sind meine Freunde. Ihr nehmen Maori Leben, nehmen Maori Land, bald keine Maori mehr da sein. Geht, keine Freundschaft mehr mit Maori und weißen Männern. Tewi Maori! Das Gewehr ist losgegangen. Ich wollte ihn wirklich nicht töten. Er hat mich angegriffen. Ich schwöre, dass es so war. Rangiruru ist tot und ich traure um seine Seele. Aber ihr müsst dafür sorgen, dass seine Seele nicht um die Ungerechtigkeit seines Volkes trauert. Ungerechtigkeit. Welche Ungerechtigkeit? Dass ein Mann ohne Verteidigung verurteilt werden soll. Rangiruru ist selbst schuld, dass er tot ist. Dieser Mann hat nur um sein Leben gekämpft. Können Gewehr darüber sprechen, wer gefeuert hat? Das Gewehr kann nicht sprechen, aber ich weiß, dass Rangiruru angegriffen hat. Rangirurus Stimme sei stumm. Aber der Weiße lebt. Und ihr könnt lügen. Das sei Gerechtigkeit von weißen Männern. Nennen die Maori Freunde und Brüder und dann sie umbringen. Erster sein Rangiruru, wer sein Nächster? Halt! Wer ist der Häuptling dieses großen Stammes? Lasst Hongi Tepe den Groll aus seinem Herzen reißen. Denkt er wirklich, dass dieser Mann gemordet hat? Mag er seine Hand erheben. Hongi Tepe ist ein großer Häuptling. Aber er ist nicht größer als der weiße Häuptling jenseits der Meere.
Mit seiner Unterschrift auf diesem Papier gibt er mir den Befehl, dafür zu sorgen, dass seinen Untertanen Gerechtigkeit widerfährt. In diesem Teil eures Landes. Ich schwöre euch, bei dem Wort meines Königs, dass dieser Mann von seinem eigenen Volk vor Gericht gebracht und verurteilt werden wird, wenn er wirklich des Mordes schuldig ist. Er ist mein Gefangener und ich werde ihn mit dem nächsten Schiff in seine Heimat schicken und vor Gericht stellen lassen. Das hat mir mein König befohlen. Und darauf gebe ich euch mein Wort. Ich danke Ihnen, Mr. Wayne. Sie haben mich gerettet. Sie haben einen Menschen getötet und ich werde alles tun, was ich den Maori versprochen habe. Natürlich. Aber trotzdem war es ein Sieg für uns, nicht wahr? Das wird sich zeigen. War voll mit Blumen und Früchten beladen. Ist dir klar, was das bedeutet? Die Apeti machen Frieden mit Hongitepe und die beiden Stämme verbrüdern sich. Das muss natürlich nicht unbedingt etwas Schlechtes für uns sein. Du warst ja immer für Frieden zwischen den Maori-Stämmen. Hongitepe war unser Freund. Die Apeti wissen das und haben uns deshalb nie angegriffen. Wenn sie es aber erreichen, dass Hongitepe einen Friedensvertrag mit ihnen abschließt, dann haben sie in Zukunft uns gegenüber freie Hand. Gibt's etwas Neues? Ja. Hier ist dein Essen. Och, ich meine doch, ob ich endlich hier heraus darf. Nein, Mr. Wayne hat strengsten Befehl gegeben, dass du hier bleibst, bis das Schiff kommt. Kannst doch ganz zufrieden sein. Es gibt schlimmere Gefängnisse. Ich weiß das aus Erfahrung. Wie lange soll's denn noch dauern? Das Warten ist so furchtbar. Hör zu. Mr. Wayne hat einen Boot nach Breakway Harbor geschickt. Dort liegt nämlich eine Brig vor Anker. Die soll hierher kommen und dich mitnehmen. Das ist wenigstens der Vorwand. Vorwand? Wenn du mich fragst, mein Junge, wir brauchen das Schiff nämlich nicht nur deinetwegen. Was machen die denn da? Die streuen Muscheln an den Hang. Wozu tun sie das? Kannst du vielleicht über Muscheln laufen, ohne dass man dich hört, Jungchen? Nein. Das kann nämlich niemand. Nicht mal die Maori. Sie glauben doch nicht, die Maori würden die Siedlung angreifen? Mr. Wayne glaubt es. Meinetwegen? Bist du verrückt geworden? Hör doch, Junge! Mr. Wayne, lassen Sie mich helfen. Ich bin doch für alles verantwortlich. Ich kann nicht da sitzen und zusehen. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass ich nicht fliehen werde. Fliehen? Wohin soll er denn jetzt noch fliehen? Er wird uns keinen Ärger mehr machen. Ich glaube, ich kann mich für ihn verbürgen. Na schön. Graben Sie da ein Loch. Ja, danke. So groß, dass ein Mann mit einem Gewehr drin stehen kann. Wir brauchen vier davon, hier in dieser Reihe. Ich gebe auf ihn acht. Dann fange ich damit an, das Haus zu befestigen. Wir schlafen heute Nacht alle zusammen dort. Was machst du denn da? Ein Versteck für Richard. Ich habe es schon vor einiger Zeit vorbereitet. Aber ich habe nicht gedacht, dass wir es so bald brauchen würden. Auf sowas wäre ich nicht gekommen. Es war ja auch wirklich nicht vorauszusehen. Marion, hör zu. Das Schiff aus Breakway Harbor wird spätestens morgen früh hier sein. Es wird dich und Richard mitnehmen. Nein, Philipp. Sei vernünftig, Marion. Ich glaube immer noch nicht, dass sie uns angreifen. Aber es ist möglich und für diesen Fall will ich nicht, dass ihr beide hier seid. Du wirst fahren, nicht wahr? Nein. Aber warum denn nicht?
Ich bin deine Frau. Man kann seine Frau nicht einfach wegschicken. Deshalb gehöre ich hierher. Verstehst du mich jetzt? Und Richard? Auch er bleibt hier. Marion. Als wir gestern miteinander sprachen, habe ich dir etwas sagen wollen. Ja? Ich habe dich betrogen, Marion. Mac, wird es heute Nacht schon losgehen? Ob es heute Nacht losgeht? Woher soll ich denn das wissen? Ich bin doch kein Hellseher. Jetzt weiß ich, warum ich fahren soll. Es ist das Mädchen, Moana. Nein. Wie dumm wir Frauen sind, wenn wir verliebt sind. Wir glauben immer das, was wir glauben wollen. Und ich wollte eben glauben, dass du mich liebst. Ich liebe dich auch. Und das Mädchen? Es gibt keine Entschuldigung für mich. Aber jetzt ist es vorbei. Wenn wir nur zu Hause wären in England. Aber nie hätte ich für möglich gehalten, dass ich meinen Mann hier verlieren könnte. Ich liebe dich, Marion. Wirklich, Philipp? Als du Wishart befreit hast, hat Hongi Tepe da schon alles gewusst? Du bist sehr mutig, Philipp. Ach, ich habe ganz vergessen, mit dem letzten Schiff kam ein Brief von der Rektorin meiner alten Schule. Die Kinder haben einen kleinen Garten angelegt, der ihnen große Freude macht. Sie schreibt: Wir haben in diesem Jahr einen ganz wundervollen Frühling. Sicher vermissen Sie England sehr, denn ich weiß, Sie haben Ihre Heimat sehr geliebt. Philipp? Ja? Ich bin glücklich, dass wir zusammen hierher gekommen sind. Es ist mir gleich, was gewesen ist oder was die Zukunft bringt. Ich sehe ein, dass ich mehr von meinem Leben habe als die meisten Frauen. Marion. Ich liebe dich, Philipp. Und diese Liebe wird nie aufhören. Wenn ich nicht die Kraft hätte, dir einmal zu verzeihen, dann verdiente ich auch nicht, deine Frau zu sein. Nicht ab, Paddy. Das ist ein guter Gedanke von euch. Also gute Nacht. Wenn du vergibst, hast du nie etwas zu bereuen.
nie etwas zu bedauern, wenn du vergibst. Und kann ich Ihnen irgendwie helfen, Mrs. Vane? Wenn Sie wollen. Übrigens, ich glaube gar nicht, dass Sie kommen. Es gibt nur einen Grund, der den Tohunga veranlasst hat, Frieden mit den Abidi zu machen. Dass Hongi Tepe uns nicht helfen darf, wenn die uns überfallen. Mag schon sein. Und was wird Hongi Tepe tun, wenn er dahinter kommt? Was haben die Abidi vor? Wir haben Frieden, wir ein Volk. Sagen wir, was sie tun wollen. Sie tun, was Hongi Tepes Aufgabe sein. Weiße Männer werfen ins Meer, heute Nacht. Du hast mich belogen. Verwundet. Zurück, wir verteidigen uns im Haus. Paddy ist verwundet worden. Alle Mann an die Fenster. Sergeant Paul ins Nebenzimmer. Sie brauchen sich aber wirklich nicht um mich zu kümmern, Mrs. Vane. Es hilft nichts, Paddy. Ich muss die Wunde reinigen. Wissen Sie, Mrs. Vane, Sie sehen wunderschön aus. Danke, Paddy. Sie wollen das Haus in Brand stecken. Die Burschen werden allmählich ungemütlich. Hierher, Bischott! Geh zurück! Wir haben gewonnen.
Die Häuptlinge kämpfen miteinander. Wir müssen Hungi Tepe helfen, Mr. Bean. Marian, wo bist du?